Marc Heider nach dem Freitagmorgen-Training. Heidi, eine besondere Woche liegt hinter euch. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Kannst du einen Einblick geben? Ja, die Stimmung ist jetzt nicht hundertprozentig gut, aber es ist halt so, dass man den Schock auch erstmal verdauen musste. Dafür haben wir uns gestern den Tag genommen und haben aber trotzdem auf dem Platz sehr, sehr fokussiert gearbeitet. Und heute sind wir in den Tag voller Vorfreude gestartet, haben den Gegner analysiert, haben geguckt, wo unsere Möglichkeiten sind, vielleicht wo die eine oder andere Möglichkeit für uns besteht, Räume zu bespielen. Sind dann rausgegangen, haben ein gutes Abschlusstraining gemacht. Die Jungs sind heiß und dementsprechend fahren wir mit voller Vorfreude jetzt nach Wiesbaden. Dann lass uns auf den Gegner auch gucken. Wiesbaden nicht optimal gestartet, jetzt aber zuletzt zwei sehr überzeugende Spiele gemacht. Eine sehr gute Drittligamannschaft, oder? Definitiv eine sehr gute, eine sehr erfahrene Mannschaft. Wir wissen aber, was uns da erwartet. Wie gesagt, wir haben uns den Gegner genau angeschaut, zusammen mit Danilo. Die Wiesbaden analysiert und dementsprechend sind wir gut vorbereitet und fahren dann nach Wiesbaden und wollen natürlich auch was holen. Dafür viel Erfolg, danke dir, Heidi. Gerne.